Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate Tournaments. Sorry, kurzer Cut nochmal. Direkt nicht, dass ihr euch wundert, ihr seht hier schon anderer Name. Der ist jetzt auch dauerhaft. Ich habe nämlich meinen Account ein bisschen abgewandelt. Neues Profilbild, neuer Username. Einfach für die Turniere, bei denen ich mitmache, wollte ich nicht mit dem Tag Günni reingehen, sondern mir einen anderen Tag nehmen. Außerdem weiß ich, dass allein schon dadurch, dass die meisten kein Deutsch können, viele, die sonst in den Turnieren, in denen ich spiele, mitmachen, diese Videos nicht gucken. Oh Gott, willst du mich flachsen? Diese Videos nicht gucken, und ich fände es ehrlich gesagt echt cool, wenn ich ein bisschen die Turniere spielen könnte, einfach locker bleiben könnte, auch Scheiße bauen könnte, ohne dass Leute im Discord wirklich wissen, das ist der Typ, der so kacke ist. Ihr seht Giratina-Profilbild und ich muss wirklich Runde 1... Die Runde 1 Palutena. Als ob die Krone nicht trifft. Okay, die Verbindung ballert. Man merkt vielleicht, welchen Input ich aus der Position machen will. Oh, das sollte eigentlich ein Pivot Grab sein. Aber. Ist das ernst gemeint? Was ist denn das für ein Beginn? Nein, nicht Spectate. Was ist denn das für ein Beginn? Nein, ich bin nicht disconnected. Also doch, aber es ist nicht meine Schuld. Ich überlege auch im Moment, ob ich meinen K-Rule-Skin, den ich spiele, abändern sollte. Ich würde dabei schwanken zwischen dem blauen für den Günther, dem gelben, den viele wirklich scheiße finden, mag ich ehrlich gesagt auch sehr gerne, der schwarze und der weiße. Ich gehe, denke ich, tatsächlich für den gelben. Ich will einfach hier ein bisschen anpassen, aber es bleibt bei K-Rule, das ist klar. So, aber das war ja schon mal ein schönes erstes Turnier. Palutena Runde 1 und wir durften den Kampf, den ich vermutlich gewonnen hätte, nicht mal abschließen. Der greift mich einfach an. Los, dash doch. Ich habe jetzt einen K-Rule schon ein, zwei Tage nicht mehr gespielt, sondern halt sehr viel Mario Galaxy. Also wirklich viele verschiedene Leute sind anscheinend im Moment nicht online. So, wir haben da drüben... Rob und Lukas können beide sehr ekelhaft sein. Diddy Kong kommt wirklich sehr drauf an. So, hoffen wir, dass das das erste wahre Match von King GD ist. Also schon Englisch aussprechen, die Buchstaben. Das GD, kann man sich vielleicht denken, sind meine Initialien von YouTube, weil G-A-D-D-G-A-D-D wäre doch ein bisschen ranzig, deswegen habe ich nur von Günther und von Dönerbude, ach, schade, ich habe eigentlich geschildert. Nur von Günther und von Dönerbude die genommen, und warum hilft ein Mesh so wenig? Als ob der wollte das Save nicht mal machen. So, der Typ ist definitiv besiegbar.
Er macht immer denselben Upsmash. So. Als ob. Digga, ich kann doch jetzt nicht den verlieren. So, komm, Zeit fürs Comeback. Ich meine, über das Wort Comeback kann man sich jetzt auch streiten. Ich meine, ich hatte 19% Rückstand. Aber auf jeden Fall hab ich gewonnen. King Gidi mit dem gelben K-Rule. Mir gefällt halt an diesem Skin vor allem der Kontrast von Gelb und Schwarz. Dieses schwarze Cape. Das fühle ich wirklich sehr. So, Luigi oder Bowser in Runde 2. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Und mir gefällt das Icon vom Gelben. Das hat was. Allgemein ist das, glaube ich, der unbeliebteste K-Rule-Skin. Aber, naja. Oh, ich wollte gerade einen Cut machen. Bowser und Fuegro sind weiter und da drüben Lukas. Ich denke mal gegen Bowser, wenn das jetzt kein wirklich krasser Spieler ist, komme ich schon durchaus an. Mit dem Duck Hunt Profile Picture. Und es ist hier... erster Play von Bowser ist ein F-Smash. Also komm. Auf der Stage, mit der Musik. Verlieren ist keine Option. Ich habe gehofft, ihn mit der Back-Air abzufangen. Dann muss es wohl die da tun und der F-Smash. Das war ein schöner Kampf. Wirklich schnell einfach diesen Bowser aus dem Spiel genommen. Da gab's nicht viel zu diskutieren. Our course is just. Irgendwie 30 Sekunden waren das jetzt vermutlich. Zwei schnelle, schöne Stocks und wir sind im Finale. Ich bezweifle stark, dass die anderen auch so schnell sein werden. Deswegen Cut. Digga, das waren 5 Sekunden! Die waren so schnell und es ist Lukas. Lukas, der gegen den einzig wahren König kämpfen darf. Ich weiß nicht, mir gefällt der neue Tag schon ziemlich. Ich meine, sonst würde ich ihn nicht nehmen, aber das King ist halt vor allem für den K-Rule. Ursprünglich habe ich auch überlegt, ob ich es King Gidi Rule nenne, aber das hätte erstens dafür gesorgt, falls ich irgendwann mal Bock habe, wen anders zu spielen, hätte dann der Tag nicht mehr gepasst. Außerdem ist das, glaube ich, auch zu lang gewesen. Wie gesagt, ohne Leerzeichen hätte es gepasst. Als ob das den Cannonball gehittet hat. Nein! Der Spot-Dodge mit der Hitbox. Frühe Führung. Ah, ich hatte instant mit dem Fire gerechnet. Da kam der Grab zu schnell. Ja, okay. Nein, das wollte ich nicht drücken. Ah, ich habe nicht gedacht, dass er direkt wieder angreift. Ja, da hat er mich jetzt getroffen. Normalerweise ist PK Freeze eine Attacke, mit der ich gut klarkomme. Aber gerade... Was? Wir wissen alle, dass ich das eigentlich gewonnen habe. Was?
Ich bin nicht gefastfault. Mir war klar, ich kann das gut und gern verfehlen. Aber deswegen bin ich nicht gefastfault und wollte direkt wieder springen. Aber trotzdem bin ich einfach gestorben. Was ist das für ein Beginn? Ich glaube, ich sollte das wieder ändern. Passt das, damit ich das schon mal weiß? Ja. Ich glaube, ich sollte das wieder ändern, weil das ist definitiv kein gutes Omen. Erstes Turnier Palutena und der Kampf bricht ab, im zweiten das. Das ist kein gutes Omen. Nachdem ich diesen Bowser so zerstört habe und den Kampf gegen Lukas eigentlich gewonnen hatte. Ich werde auch sagen, ich habe das gewonnen. Punkt. Da lasse ich mir auch nichts anderes erzählen. Vor allem, weil ich halt echt nicht weiß, warum ich da gestorben bin. Ich bin nicht gefastfault. Und demnach würde es K-Rule 8 mal schaffen, da noch zu agieren. Ich mach das ja regelmäßig. Das ist ja die Sache, dass ich auch weiß, was K-Rule macht. Bisschen größeres Turnier. Das da drüben war der doppelte Pummeluff. Wobei wir gegen den Cute Boy sogar schon mal gekämpft haben. Genauso wie gegen den TK ziemlich sicher in anderen Folgen. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt sogar gehofft, diesen Lukas-Player nochmal zu treffen und dann besiegen zu können. So, Captain Fell. Der Beschreibung nach sind wir gerade auf der Omega-Version von Big Battlefield. Was ist der Unterschied zu der vom normalen? Der versucht nicht, sich zu retten. Langweiler. Da verfehle ich einfach die Krone. Okay, das war ein bisschen blöde. Ich hab gehofft, er macht's nochmal. Ich wollte kontern. Sehr offensichtlicher Playstyle. Schade, da hätte ich treffen müssen. Tot! Ich gehe einfach zu gerne auf Disrespect. Das war's auch im Turnier davor. Spicy, ganz leckerer Kill. Ich finde, dass die Back Air ein Sour Spot war, was wir gesehen haben, hat das Ganze nur noch leckerer gemacht. Weil der Typ ist zur Seite rausgeflogen und nicht nach unten. Das schmeckt mir. Das schmeckt mir. Wir spielen in Runde... Pff, da drüben gibt's das... Ey, das fällt mir jetzt erst auf. Da drüben war nicht nur zweimal Pummeluff, sondern zweimal Pummeluff gegen Mieschwertkämpfer. Wie kommt das zustande? Naja, wir kämpfen jetzt gegen Larry. Warum von allen Koopalingen spielt man Larry? Wirklich, ich würde, glaube ich, jeden eher spielen. Ludwig ist zwar insgesamt weniger gespielt, aber... Naja, den Typen kennen wir, wie gesagt, schon. Die Sache ist die, ich erkenne ihn. Aber auch Leute, gegen die ich schon gekämpft habe, können mich nicht erkennen. Ob ich das Ding getroffen habe. Ich komme gerade nicht gut in den Kampf rein. Das war bad von mir.
Digga! Was mache ich denn dagegen? Nein, ich hab gedacht, er macht den Jump. Sehr schön, der Parry into Down Smash. Ah, unlucky. Nope. Das habe ich noch geholt. So, Runde 2 gewonnen. Das hätte schief gehen können, aber ist es nicht. Punkt. Nächste Runde gegen Snake oder Corin. Oh Gott. Da ist dann auch wieder die Frage. Ich glaube, es ist irgendwie verwunderlich. Snake ist eigentlich nicht gerade selten gespielt, aber es ist einer der Charaktere, die ich am seltensten bisher getroffen habe online. Gegen Corin. Auf der anderen Seite das Puff-Ditto, auf das wir sehr gespannt sein können. Ken und Ridley würde ich eigentlich beide ganz gut klarkommen im Matchup. Es wäre halt wirklich mies, jetzt im Halbfinale Snake Lord Wodga. Entweder mit dem kann es sein, dass ich nicht klarkomme, oder halt, ihr kennt Pummeluff. Wobei wir A Cute Boy schon mal besiegt haben, sehr sicher. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall Pummeluff im Halbfinale. Digga, keine Sekunde hat's gedauert. So, und wir kämpfen gegen Lord Wodga. Okay, mal gucken, ob der auch so spielt, als hätte er was gesoffen. Das ist bei Snake in der Regel relativ normal, dass die das machen. Wirklich, die Matchup-Erfahrung ist halt nicht vorhanden. Ich habe einmal im Finale von einem Turnier gegen einen gewonnen, das wisst ihr ja. Der gegen den Zelda-Spieler, der mich so genervt hat, gewonnen hatte. Und einmal habe ich in einer... Der hat ein Pummeluff-Bild. Yo, Diggi. Instant. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich grabbt. Als ob. Was? Das kann mich trotzdem hitten, das Ding? Ich hätte die Rolle lesen müssen. Hey, ich habe auch gedash attacked. Wie komme ich da vorbei? So. So, Sour Spot Down Air. Scheiße, Mann, wer macht denn das? Die Granate hat gehittet. Ich wollte hinter ihm landen. Der grabbt nur noch.
Nein, er hat getaggt. Als ob der mich da grabben kann. Auf das C4 achten. Er hat schon geteabaggt. Easy. Karma. Das war Karma. Our cause is just. Lord Wapda, tschüss. Boah, das ist echt schön. Ich meine, habt ihr gesehen, wie der einfach geteabaggt hat, als er die Nikita-Missile getroffen hat und dann Killscreen bekommen hat? Ich habe mir schon gedacht, das tötet doch nicht. Und das hat es auch nicht. Und dann hat er verloren. Jetzt bin ich gespannt, Ken. Ich werde direkt springen und die Kanonenkugel zünden. Hat nicht geklappt. Er macht keine Backroll. In die Richtung wollte ich gar nicht rollen. Der Typ kennt seine Kombos. Warum können eigentlich immer die Ken- und Ryu-Spieler am besten parryen? Als ob der daraus direkt wieder so hitten konnte. Ich hatte schon Grab gedrückt. Es ist mies, wie man so canceln kann mit dem. Nein, ich habe Neutral Air gedrückt. Tot. Obwohl, nee, wenn er throwt nicht. Aber die Back Air. Ich find's halt wirklich bescheuert, wie die Focus Attack einen beim Fliegen hilft. Ah, scheiße, er trifft. Ja, da weiß er, worauf ich fische. Warum hat er so schnell wieder die Möglichkeit zu hitten? Nein! Als ob das eine Combo ist! Was ist denn dieser Charakter? Der ist rumgeflogen den Kampf lang. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Kann es sein, dass wir heute noch kein Turnier richtig gewonnen haben oder habe ich eins vergessen? Also das eine bleibe ich bei, das habe ich gewonnen. Das akzeptiere ich auch nicht, dass ich das verloren habe angeblich. Mit dem Lukas, aber sonst haben wir heute nichts. Oder habe ich gerade... Nee, ich habe doch keins vergessen. Wir hatten drei Turniere. Das erste ist im ersten Battle abgestürzt. Das zweite war das, was wir eigentlich gewonnen haben. Und dann war das gerade das dritte. Gegen Ken. Und das, nachdem ich mich so gegen Lord Wapda durchgesetzt habe. Komm. Es kann nicht schon wieder so laufen wie letzte Folge. Wieder ein 16er Turnier. Och Gott, Alter, ich sehe hier schon wieder. Hier ist schon wieder Doppelpummelluft im Tournament. Da unten haben wir Samus und Palutena.
Und neben mir ist ein Sonic. Ich glaube, die wollen hier wirklich wieder ganz viel Spaß erzeugen. Also, Meta Knight, was kannst du? Mit der Stage habe ich keine guten Erfahrungen. Auf dieser Stage läuft's immer ranzig für mich. Der Typ scheint ein Special Attack Fanatiker zu sein. Okay, jetzt auf einmal nicht mehr. Nein! Dreh dich endlich um und schmeiß diese Krone, Diggi. So einfach triffst du mich nicht mit sowas. Achtung! Ich hatte mit einer Side-B oder Down-B seinerseits gerechnet. Der Jump, den jeder macht. Und immer wieder sorgt er dafür, dass Leute von einer 0%-Kombo sterben. Es ist halt wirklich die Sache. Dieser eine Jump, Carol hittet eine Dash-Attack und sie springen. Wenn man das dann liest, in die Forward-Air, zack, haben sie keinen Sprung mehr, sind off-stage. Und dann ist es oft sehr einfach, eine Back-Air oder Down-Air draus zu landen. Und tschüss, raus, weg mit euch, wie wir es gerade eben gesehen haben. Und selbst wenn man sie dann nicht ge-edge-guard kriegt, es ist trotzdem einfach, diesen Sprung dürft ihr nicht machen. Wenn ihr mal gegen mich kämpft, macht nicht diesen Sprung. Punkt. Sag mal, heute setze ich immer einen Cut, mach meinen Laptop an zum Video gucken und dann die nächste Sekunde. Es sind beide Pummeluffs weiter übrigens und leider auch Palutena. Es kann durchaus sein, wenn wir diesen Falken besiegt kriegen, dass wir gegen Palutena ran müssen. Und Gott! Wie schnell der das wieder danach schieben kann. What the fuck? Es war wieder so eigentlich ziemlich genau derselbe Jump. Ah, da er nicht mehr auf Null war, ist er... So, macht Instant Down B. Zeit, wie geht auch. What the fuck? Nein, als ob er lebt. Du darfst nicht leben. Mann, das wäre so schön gewesen und dann überlebt er es einfach. Spielverderber! Und wenn dieses Mal wieder direkt alle fertig sind, dann trete ich in Generalstreik. Ridley oder Palutena nächste Runde. Und auf der anderen Seite DK, Toon Link und zwei Pummeluff. Ja, ich meine, super! Halbfinale auf der anderen Seite ist das Pummeluff-Ditto! Aber Palutena ist raus! Das ist hier die gute Nachricht. Es ist übrigens Ridley. Es kann gut sein, dass er direkt Side-B drückt. Nein. Habt ihr gesehen, wie close das war? Guck mal, meine Dash-Attack ist auch nicht bad. Schade, dass Dean gesauerspottet hat. Ich mag es nicht. Was? Als ob das getötet hat. Ich mag es nicht, wie neutral air-lastig Ridley wirklich spielt. Einfach weil diese Attacke wirklich zu strong ist. Punkt. Ja, okay, ich hätte mich vielleicht nicht mit Ridleys Recovery anlegen sollen. Und er sich nicht mit K-Rool offstage. Und ich war auf 187! 187!
So einfach nicht. Er hat sich offstage mit K-Rule angelehnt. Und dafür hat er bezahlt. So, und das letzte Duell der heutigen Folge wird gegen ein Pummeluff sein. Freut ihr euch auch so wie ich gegen Kristall oder gegen A Cute Boy, den wir ja schon hin und wieder gesehen haben? Dann darf ich anmerken, dass, soweit ich weiß, Pummeluff in Smash kein Boy ist, weshalb dein Name keinen Sinn ergibt. Naja. Egal. Nerven tut das Viech so oder so. Kristall. Ich meine, ich könnte auch einfach Kristall oder Crystal sagen. Aber mit dem großen L muss es Kristall heißen. So. So oder so, es ist Pummeluff. Es stinkt. Und es wird Zeit fürs große Finale. Auf geht's! Wenn dein Pummeluff Profile Picture hat, habe ich Angst. Das ist nicht Pummeluff. Ich meine, das heißt eigentlich nichts. Ich glaube aber, Loki, der wird mich zerstören. Das sollte ein Neutral Air bei mir sein. Als ob meine Forward-Air da nicht landet. Die Sache ist die, er war gerade im Lead, aber ihr habt es gesehen, die Kanonenkugel hat ihn auf 50 fast rausgenommen. Als ob das mich tötet. Ich hätte Loki gedacht, er stirbt. Ja, das war's. Ich meine, Pummeluff kann man gegen comebacken, ist schon klar. Aber meine Attacken landen halt auch nicht. Wenn ich einmal von Rest getroffen werde, war's das. Und das war bereits eine super riskante Dash Attack. Ob das ihn nicht hittet. Ich bin tot. Mann, immer Pummeluff! Immer Pummeluff! Was ist denn das? Ich hab schon wieder kein Turnier gewonnen. Was ist in letzter Zeit los? Genau deswegen habe ich langsam keinen Bock mehr. Es klappt einfach nichts mehr. Entweder bist du ruhig oder du machst die Tür zu. Alles klar. Dann halt nicht. Ja, dann weiß ich nicht, was du hast. Weil ich höre das definitiv. Aber nicht in deinem Kamera. Ja, und trotzdem nervt's mich vielleicht.